Grüß dich. Seit heute gibt es eine neue Karte in Bloons TD6 mit dem Namen 1-2 Baum und hier zeige ich dir, wie du den Luftablassen-Modus schaffen kannst. Ich habe bei mir das Affenwissen deaktiviert, du kannst es aber bei dir aktiviert lassen. Dann hast du es noch einfacher. Als Helden kannst du hier Quincy oder Gwen mitnehmen, wirst du aber nicht brauchen, denn ich werde ohne Helden spielen. Okay, los geht's. Du beginnst hier in Runde 31 und da sind ja schon ein paar Bäume von diesen Feldern verschwunden. Auf manchen Feldern kannst du nur bestimmte Affenklassen platzieren. Hier oben steht übrigens auf diesen Schilder, welches Symbol was bedeutet. Das hier bedeutet primär, der Stern bedeutet Zauberer, Zahnrad bedeutet Unterstützung und das hier ist Militär. So, und du beginnst hier auch mit einer Nagelfabrik, die platzierst du hier nach unten hin, also unten rechts, so weit nach unten und so weit nach rechts wie möglich und dann machst du als Verbesserung 4, 2 und 0. Dann nimmst du noch einen Alchemisten und den platzierst du dahin, so, und dann machst du als Verbesserung wieder 4, 2 und 0, aber du gehst hier bei Zielvorgabe auf Stärkster. Jetzt hast du noch 1500 Affendollar übrig. Du kannst hier noch einen Held hin platzieren, also entweder Quincy oder Gwen kannst du hier hinsetzen, geht auch. Ich spiele hier aber ohne Helden, denn diese zwei Affen reichen vollkommen bis zur Runde 60. Du wirst keine Probleme haben, du kannst das Spiel jetzt laufen lassen, kannst es schnell laufen lassen. Und übrigens, wenn du zum Beispiel hier auf dieses Schildchen hier klickst, steht dran, welche Verbesserung du bekommst, wenn du einen Affen in dieses Feld platzierst. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch noch diesen Freibeuteraffen hier hinsetzen. Da würde ich dann halt meine Fähigkeit günstiger verbessern können. Werde ich aber nicht tun. Ich belasse es hier mit diesen zwei Affen. So, ich lasse das Spiel jetzt dann auch im Hintergrund schnell ablaufen, denn im Prinzip kannst du jetzt gar nichts tun, außer nur zusehen, wie unsere Nagelfabrik und unser Alchemist hier ein Blumen nach dem anderen auseinandernehmen. Und die werden wirklich nicht einmal ansatzweise in Schwierigkeiten kommen. So, wir sind mittlerweile in Runde 59 und unsere Nagelfabrik, die produziert eine Nagelmine nach der anderen. Hier kommen jetzt ein paar Bleibloons. Die sind natürlich schon eine größere Herausforderung für die Nagelmine, aber auch das packt sie ohne Probleme. So, hier kommt jetzt der letzte BFB in Runde 60 und übrigens, falls du dich gefragt haben magst, wie lange es dauert, bis alle Bäume vom Feld verschwunden sind, ich habe es im Sandkastenmodus getestet. Es ist Runde 78, da verschwindet dieser Baum hier als letztes, mit der Nummer 24. Ist ja klar, dass der letzte ist. So, BFB, flieg deinem Tod entgegen. Wird er diese Nagelminen hier überleben? Zack, und sofort beim ersten Haufen platzt er auf. So, das ist der Sieg. Wenn du alles so gemacht hast wie ich, dann sollte das auch für dich kein Problem sein, diesen Luftablassen-Modus zu schaffen. Okay, danke fürs Zuschauen, ciao, Ende und aus.